morgen Weihnachten in die Müllkontrolle. Dieses Jahr machen wir ein Projekt, das heißt Euda Tren. Und wir helfen alle zusammen, dass wir halt die Schule sauber halten. Und wir haben drei Mülltrennungen, Plastik, Restmüll und Papier. Plastik, ein Punkt. Insgesamt gibt es für drei Müllkübeln drei Punkte. Für jeden Müllkübel gibt es einen Punkt. Das heißt zum Beispiel, wenn im Papier ein Plastikteil drinnen ist, dann kriegen wir den Punkt nicht, weil es falsch ist. Im Restmüll war eine Plastikflasche. Das ist unser Christbaumschmuck von 2014. Wir haben den unteren Teil von der Flasche ausgeschnitten und haben es mit verschiedenen Farben angemalt und haben Herzen und Sterne dazu gemacht. Unser Herr Schulwart trinkt gerne Kaffee, darum hat er uns die alten Kaffeekapseln gegeben. Wir haben in Textilwerken aus alten T-Shirts praktische Einkaufsbeutel gemacht, indem wir den Kragen vergrößert haben und die Ärmel abgeschnitten haben und es unten zugenäht haben. Jetzt haben wir einen umweltfreundlichen Einkaufsbeutel. Bei diesen Plakaten geht es um die Mülltrennung. Wir haben sie gemacht, dass viele in dieser Schule aufwachen und auch Müll trennen. Jeder von uns hat sich einen tollen Slogan überlegt. Wir haben einmal in der Woche bzw. im sozialen Lernen immer sind wir runtergegangen und haben den Schulgarten gemacht. Und ja, da haben wir extrem viele Sachen eingesetzt und das hat uns wirklich Spaß gemacht. Wir sind sogar in die Sommerferien reingekommen und haben uns um den Garten gekümmert. Also das ist das Insektenhotel, da überwintern Insekten. Und das Insektenhotel besteht aus Moos, Ästern, Zweigen und Heu. Und aus Ziegeln, Steinen, Fichten und Moos. Wir haben da aus alten Deutschbüchern Buchskulpturen gemacht. Wir dürfen mit denen schneiden, schnipsen, zerreißen, nur nicht lesen. Das ist eine der Skulpturen zum Thema Mülltrennung.